sehr viel Gutes drüber gehört. Na komm. Das Ding ist, der Bogenschütze ist dann immer wie wild und feuert die ganze Zeit da seine Pfeile. Absolut crazy, der Dude. Hallo? Er hat mich nicht mal angeguckt. Oh. Shit. Nee, ist doch super. Ich bin, was Filme angeht, halt überhaupt kein Nerd. Also ich, ja, das ist aber interessant, wenn du... Das wird interessant. Okay, der erwischt uns jetzt wieder. Oder? Vielleicht auch nicht. Warte mal, vielleicht auch nicht. Weil er wird jetzt keine Leiche finden. Dann wird er sich wieder für paranoid halten. Wenn du ein Filmnerd bist, ist das sogar ziemlich spannend, weil dann solltest du auf jeden Fall bei Rollis nächsten Filmquiz, falls das irgendwann mal stattfinden wird, wieder, solltest du da unbedingt teilnehmen. Bist du herzlich eingeladen. Wir haben früher immer gerne so im Freundeskreis einen Filmquiz gemacht. Und Rolli ist so der Filmmaster halt. Und wir hatten schon so ein paar Profis, Filmnerds, wie auch immer man es nennen möchte, halt, ein paar Filmkenner dabei gehabt, die dann teilweise richtig abgeräumt haben. Zumindest der Herr Matze ist, glaube ich, aktuell der ungeschlagene Sieger. Rolli hat tatsächlich, du wirst es nicht glauben, Hector, hat tatsächlich, wann war das, Freitag, erzählt, dass er selber erkennt, dass WoW den Bach runtergeht. Nein, nicht das Horn. Nein, ich bin tot. Ja, also er meint halt, ja, wie soll ich sagen? Ja, genau, meinte er halt auch, weil es so wenig Patches gab, dass halt echt nicht gut um das Game aussieht und er sich jetzt schon mal so ein bisschen Alternativen sucht. Er wird mich schon wieder töten. Oh, ich bin escaped. Warte, kann ich das töten oder so? Shit. Nee, ich glaube nicht. Also, ja gut, erstmal schon, aber er meinte schon, sieht nicht gut aus. Also, wenn es so weitergeht... No, ich habe ihn noch mitgenommen. Let's go. Kann aber nicht wahr sein, Mann. Um 10 muss ich aber spätestens ausmachen. Kann ich jetzt schon mal sagen. Aber wir gucken mal, das kann er aber nicht. Ich spiele das zu hektisch halt auch. Ich will es unbedingt schaffen und deswegen klappt es halt nicht. Ich habe das Gefühl, wir müssen unbedingt die Bogenschützen erstmal ausschalten. Ja, weil ich ja Leuch spielen will dann und ich möchte nicht zu spät. Weil ich muss ja auch noch denken können. So 3 Gehirnzellen brauche ich dann schon noch zum Leuchtspielen. Sind dann immerhin noch 4 mehr als meine Teammates, ne, von daher. Der Klassiker. Ne, also Rolli meinte, dass, WoW es halt nicht gut aussieht und das Einzige, was man spielen kann, ist eigentlich LOL. Und irgendwas anderes meinte er noch. Naja, dann hat er auch gleich erstmal einen Aram gespielt, irgendwie gestern. Fand ich auch ziemlich geil. Let's go. Ja, aber Battlefield, also ich muss auf jeden Fall passen. Ich mache eigentlich fast jeden Abend, mache ich so um die Uhrzeit halt meine LOL-Rankeds. Und ich meine, wir können gerne mal unter der Woche dann spielen, weil Mo hat leider gesagt, er hat Spätschicht. Dann können wir mal so bis 22 Uhr oder so spielen und dann muss ich weiter ranken. Ich muss halt Diamond noch schaffen und das sind nicht mehr viele Tage, deswegen ist das halt aktuell meine Top-Priorität, sage ich mal. Und da ist der Timeslot halt schon für bebucht. Aber wie gesagt, das sollte auch bald durch sein, dann... Es ist auch wieder entspannter.
Ja, mal gucken, ob es wirklich jetzt LOL wird bei Rolli. I don't know. Denke mal. Es würde halt voll viel Zeit in Anspruch nehmen, ne? Musste ich erstmal voll wieder reinfinden und so. Mann, es wäre voll geil, wenn wir diese eine Fähigkeit hätten. Achso, wir haben auch gar keine Essenz mehr. Ja, true. Ja, PoE, okay, krass. Also, ich weiß nicht, ob PoE was für ihn wäre, aber wenn, dann hätte er da auf jeden Fall genug Content. Ja. So, stirb, du Bogenschütze. Da müssen wir unbedingt noch den anderen ausschalten. Okay, aber wir haben das schon mal clear soweit. Jetzt können wir hier in den nächsten Sektor gehen. Sektor. Reimt sich auf Hektor. New World Hust. Ja, aber es ist echt krass. Also, ich habe ja früher auch soweit eigentlich ganz gern WoW gespielt. Und es ist halt einfach schade, so zu sehen, was da draus geworden ist oder was da draus wird. Aber ist auch irgendwo okay, ne? Wenn sie sich jetzt halt wenig Mühe geben, dann muss es ja auch nicht gerettet werden. Dann verdient es das halt. Nichts hält ewig halt, ne? Nee, ich glaube, Blizzard geht's nicht gut. Also, okay, das ist halt die Frage, ne? Wie man sieht. Also, ich glaube, die ganzen PC-Gamer sind halt extrem enttäuscht, weil Blizzard da gefühlt alles an die Wand fährt. Aber Blizzard hat ja irgendwie diesen Merge mal gemacht mit Activision, dass ja Call of Duty dann da quasi auch zugehört. Und ich dachte gerade, wer ist Axi-Nudel? Aber Maxi-Nudel meinst du? Ja, danke, Gruß zurück. Schön Halloween-Gruß. Gute alte Axi-Nudel. Die hatten ja diesen Merch mit Activision und mit COD und so. Und die legen halt einfach voll viel Fokus auf Mobile Games. Gute alte Axi. Is, warum kommt er denn hier hin? Uff. Und, naja, gut, wenn sie, ne, die machen halt Profit damit, von daher ist halt fein. Aber ich glaube, den meisten Spielern gefällt das natürlich überhaupt nicht. Ey, irgendwann mache ich Case Opening nach den Worlds. Ich habe, glaube ich, 30, 40 Stück oder so. Ich hoffe, ich kriege irgend so ein Happy Bee oder so. Ich hätte so Bock. Ich hätte so Bock. Ja, ich habe leider sowas nicht. Ich habe kein Kostüm. Ich meine, ich wusste ja auch nicht, dass ich an Halloween streamen werde. Er hat auch schon überlegt, irgendwas, ob man irgendwas machen kann, halt auf die Schnelle, aber. Ich meine, das Einzige, okay, das, was wir haben, sind die Halloween-Emotes. Ich habe einige Better Twitch TV-Emotes, habe ich als Dings gemacht. No sexy Cosplay. Ey, jetzt muss nicht mal. Weißt du, erst reden wir von einem Kostüm, jetzt muss auch noch sexy sein, Kiki. Wie, du hast kein Kostüm. Hold up. Leute, wir haben es endlich geschafft. Aber sind ja auch noch nicht fertig hier. Okay, aber es ist, glaube ich, gespeichert jetzt schon mal, ne? Dankeschön. Wow. Ist doch ein Kostüm. Ich habe doch gar nichts an. Nein! Ich würde so gerne in seinen Schatten springen und ihn damit töten, ne? Aber es geht leider nicht. Bitte! So. Können wir die einfach skippen? Warum müssen wir eigentlich so weit laufen? Ist ja crazy. Ihr müsst euch mal diesen einen Better Twitch TV-Emote anschauen. Der ist so dämlich. Ich glaube, dieser Pepo Happy, der sieht so dämlich, aber auch so lustig aus. Fucking Kürbis mit grinsendem Gesicht. So dumm. Aber auch so gut. Seht ihr uns hier?
Warte, ich schau gleich. Komm schon. Du kannst sonst. Oh, da ist ja noch einer. Du kannst. Hier, da ist ja ein Bogenschütze auch noch. Dann ist da bestimmt eine Schriftrolle. Du kannst doch auf diesen Smiley klicken, wenn du den hast. Und da kannst du dann alle Emotes sehen. Ach, wir haben wieder mal keine Energie, daran liegt's. Die haben das eigentlich richtig cool gemacht. Die haben dieses Better Twitch TV Emote-Ding überarbeitet und da zeigt er dir jetzt alle an. Finde ich cooler als die von Twitch sogar, die Übersicht. Weil früher hat es immer voll gelaggt, aber die haben das gut überarbeitet. Das sieht jetzt viel besser aus. So, einmal nach oben. Ist hier genug Schatten? Nee, ist hier nicht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube eigentlich nicht, aber... Warte, ich muss mal kurz schauen. Also, wenn ich jetzt hier draufklicke... Achso, nee, das ist ja auch nur der Twitch-Chat im Pop-Out. Warte, wo ist denn das? Wenn ich jetzt hier draufgehe... Genau, links neben Chat ist bei mir so ein Smiley. Wenn ich drauf klicke, dann siehst du quasi alle Dinger. Achso, das Pepo Happy war mit einem zweiten E. Guck dir das an, es ist so lustig. Sieht so dumm aus, aber so gut auch. Richtig nice. Ich hoffe, unter uns sind keine, sonst alarmieren wir die, ja? Ah, da müssen wir hin, ne? Okay, aber sind da Leute? Ich will da nicht einfach blind reinspringen. Hier, da ist auf jeden Fall einer. Ja, so perfekt, den nehmen wir mit. Ja, der bleibt wahrscheinlich im Licht stehen, ne? Oh mein Gott, Annoying Orange. Das habe ich ja so lange schon nicht mehr gehört, den Begriff. Oh no. Oh yes. Oh, haben wir den outplayed. Wir warten, bis er sich umdreht. Weggeportet, sein Freund getötet. Let's go. Dum 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 dum. Let's go. Das Level hat es ganz schön in sich. Glaube ich, das längste Level bisher überhaupt. Plus oder abzüglich meiner ganzen Fails, aber trotzdem relativ weitläufig. So, was deaktivieren wir damit? Beide oder? Holy shit. Paprika. Limmer. Paprika droppt 1 Euro. Frederik, wenn du dein T-Shirt ausziehst und im Unterhemd weiter streamst, wäre das ein Domi-Kostüm oder Montana Black LMAO. LMAO. Ja, stimmt. Domi, ey. Domi mit dem Unterhemd-Stream. Nee. Oh, Mann. Aber, ja. Das Problem ist, ich habe kein Unterhemd. Von daher ist es dann gleich Monka Toss, das kann ich leider nicht machen. Aber Dankeschön für den Euro, Dankeschön. Paprika, ey. Hast du dich verschrieben oder war das mit Absicht? Egal. Hey, da steht der immer noch, hat er keine Hobbys? Hä? Ach so, man sieht den gar nicht, deswegen. Nein. Ich dachte schon, wo kommt der eigentlich immer her? Können wir den outplayen? Oh, es wird so risky, glaube ich. Ah doch, wir können ihn outplayen, so. Name dropping. Ist das schlecht? So, wo ist der? Ach so, ah, okay. Ja Mensch, da wäre niemand drauf gekommen. Wer hat donated, hallo? Nee. Nein! Warum? Warum muss der da sein? Och nee, nicht schon wieder. Ich meine nicht ganz am Anfang, aber die Zeit wird leider knapp.
Oh Mann, ey. Aber man hätte sich schon denken können, dass das schief gehen wird. Was? Ach so, One Hit. Dachte gerade. Naja, das Ding ist halt, die haben halt so eine Lichtklinge und die ist halt quasi super stark gegen den Schatten, deswegen. Ist halt leider so. Aber ja, was ich ein bisschen schade fand, ich wollte gerade eigentlich noch meine Unsichtbarkeit aktivieren. Aber wahrscheinlich hätte mich der Klingenhieb trotzdem getroffen oder so, keine Ahnung. Das war halt ein bisschen schade auf jeden Fall. Aber es war halt auch dumm, ich meine, ich habe mich da einfach runterfallen lassen. War halt RIP. Ja, gute Frage, wundert mich gerade auch. Aber scheinbar, ne? Musst du ja auf dem Handy schauen. Oder am PC Autokorrektur anhaben. Uff. Hattest du das eigentlich gefunden, Hector, die Emotes? Oder hast du, ist das bei dir nicht? Dieses Smiley Face links neben dem Chat-Ding. Hatten wir noch gar nicht aufgelöst hier. Okay, na gut, ist vielleicht. Ja, weiß ich nicht, ob das ein Unterschied ist, aber. Du hast ja wahrscheinlich Chrome, oder? Ich habe Firefox, aber ich denke mal, eigentlich sind die schon gleich. Genau, also rechts in der Chat-Nachricht der Smiley, das ist das von Twitch. Und unter der Zeile, links neben dem Chat-Button, da ist halt auch nochmal bei mir so ein Emote. Sonst vielleicht übers Zahnrad muss das konfiguriert werden, weiß ich nicht. Hä, und jetzt ist der Typ weg oder was? Jetzt steht er einfach da hinten rum. Crazy. Okay, erstmal nur Emo-Chat. Also. Ist auch. Kann auch lustig sein. Komisch. Ah, da hast du wohl irgendeinen Emote-Knopf gedrückt oder so. Ach ja. So, komm. Lass mal fertig machen hier. Da sind da gar nicht mehr so viele Meter. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt. So, Unsichtbarkeit. Werden wir wahrscheinlich brauchen. So, einmal hier ran. Tschack, 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 tschack. Genau, du hast es bisher geschafft zu überleben. Dann wirst du es auch ohne schaffen, denke ich auch. So, genau, aber wie gesagt, Pepo Happy war mit Doppel-E. Das war das Problem. Ah, okay, hier sind noch alle tot. Ach so. Ja, weil wir hierher kamen. Wir haben ja hier schon alle getötet, so gesehen. Okay, dann sind wir wohl durch hier. Oh, let's go, nice. Was ein Level, Mann. So oft gestorben. Und quasi... Perfekt, 22 Uhr, fertig geworden. Da ich vorstelle, das hier ist übrigens Yamiko. Die mit den weißen Haaren. Die müssen wir retten. Dann gibt es hier noch schöne gezeichnete Zwischensequenzen. Ne. Was war denn das? Wie peinlich. Das warst du bei der Jagd, nicht wahr? Ich war jahrelang im Wald. Ich konnte nicht zurück zu den Menschen. Ich lebte jeden Tag von der Hand in den Mund, jagte und suchte nach einem Unterschlupf. Die Natur ist grausam, weißt du? Das hat mich wirklich verändert. Du bist zäher, als du aussiehst. Was hast du erwartet? Eine hilflose Prinzessin in einem Schloss? Naja, jetzt gerade bin ich wohl ziemlich hilflos. Aber warte nur, bis du mich siehst, wenn ich dank dir hier raus bin. Natur ist grausam. Wenn du das sagst. Nebenbei bemerkt, ist es nicht seltsam, dass die Talismane alle, naja, dir gehören? Ist es, ja. Und ich kann dir sagen, dass mir das gar nicht gefällt. Besonders, weil diese Kajo-Grobiane meine Sachen anfassen. Monkas? Ich werde versuchen, nicht dran zu denken. Uff!
Burozo meint, dass nur noch ein Talisman übrig ist, bevor wir uns auf den Weg in die Stadt machen müssen. Ich frage mich, wo sie ihn versteckt haben. Let's go. Emoji Fail Day. Ist, glaube ich, auch mit Doppel-E, oder? Ich glaube, die sind alle mit Doppel-E. Ah, wieder nur ein C. Schade. Am Anfang noch so gut mit dem S. Gut, das war, glaube ich, das Tutorial-Level. Und jetzt immer C. C, 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 C. That's saved. Let's go. Ja, nice. Echt cooles Game. I like. Müssen wir mal schauen, ob wir das mal wieder weiterspielen. Aber jetzt machen wir erstmal einen Cut.